Die Inbetriebnahme des ersten Wasserstoff-Hybridkraftwerks in Prenzlau ist wegweisend für die Energiespeicherung aus Windkraft. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck kam zur Eröffnung der weltweit ersten Anlage dieser Art. Wir haben, was die Herstellung von Energie angeht, aus Wind, aus Sonne, aus Biomasse, eine Menge Technologie mittlerweile. Also das Thema, sage ich mal, beherrschen wir. Aber es gibt noch eine ganz schwierige Frage, nämlich die Frage der Diskontinuität. Wind weht mal, wenn er weht, Sonne scheint, wenn sie scheint. Aber der Verbraucher braucht ein stabiles Energieangebot, ein kontinuierliches. Und das wird hier erstmals im Großtechnischen, nicht mehr im Labormaßstab, sondern im industriellen Maßstab jetzt erprobt. Speichertechnologie, Wasserstoff, und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt nach vorne. Nicht nur das Land Brandenburg und das Bundesverkehrsministerium fördern das Pionierprojekt. Als größter Stromkunde in Deutschland unterstützt auch die Deutsche Bahn das erste Wasserstoff-Hybridkraftwerk. Unser Ziel ist es, bis zum Jahre 2020 mindestens 35% aus erneuerbaren Energien darzustellen. Wir liegen heute bei 20%. Das heißt also, wir sind unweit von einer Verdopplung entfernt. Darüber hinaus wollen wir bis zum Jahre 2050 den Bahnverkehr CO2-frei darstellen. Und so funktioniert das Wasserstoff-Hybridkraftwerk. Wenn Wind weht, wird der Strom von den Windrädern direkt ins Netz eingespeist. Wird der Windstrom nicht direkt benötigt, kann er zur Produktion von Wasserstoff genutzt und so gespeichert werden. Weht kein Wind, wird der Wasserstoff aus dem Speicher in zwei Blockheizkraftwerken in einem Gemisch von Biogas verbrannt. Dabei wird Strom und Fernwärme erzeugt. Im Mischbetrieb kann aus beiden Energiequellen Strom ins Netz gestellt werden. Sowohl aus Windkraft wie auch aus den Blockheizkraftwerken. Mit einem Investitionsvolumen von 21 Millionen Euro und nach zweijähriger Bauzeit konnte das Wasserstoff-Hybrid-Kraftwerk am 25. Oktober 2011 termingerecht in Betrieb genommen werden. Dabei mussten die Verantwortlichen der Betreiberfirma Enertrak bereits in der Planungsphase einige Hürden überwinden. Also wir kommen plötzlich zu den Genehmigungsbehörden und sagen, wir möchten ein Hybridkraftwerk bauen. Ja, mit Wasserstoff, oh. Das ist alles ganz gefährlich. Und so musste man dann halt auch erstmal so Gasnormen und so weiter dem Genehmigungsbehörden näher bringen und sich dort abstimmen, welche Unterlagen man überhaupt braucht, welche Informationen man zu gewissen Technologien braucht. Hier müssten sich die Genehmigungsbehörden auch erstmal informieren. Das war erstmal eine Herausforderung, um hier gemeinsam die gleiche Sprachregelung zu finden. Die Deutsche Bahn fördert die Gewinnung erneuerbarer Energien mit dem sogenannten Neuanlagenbonus, um langfristig die steigende Nachfrage nach CO2-freien Angeboten zu bedienen. 10% der Einnahmen aus dem Verkauf der Umweltplus- und Ecoplus-Angebote für Gütertransporte und Geschäftsreisen spendet die DB AG für den Bau neuer Anlagen.